Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Fortnite. In dieser Folge haben wir vor, ein bisschen weiter mit der Story zu machen. Ihr dürft es eventuell sehen, mein Level ist extrem angestiegen. Wir sind jetzt Level 3. Ich habe noch 3 Punkte, die wir ausgeben können im Skilltree. Ich war gestern im Stream von der guten Umi dabei und vom guten Shadow Mask. Alle mal vorbeischauen. Ich habe es mal unten verlinkt in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe aber in der Wartezeit versehentlich Reiter auf dem Blitz gespielt. Also das war eigentlich nur den Karren beschützen. War nicht viel. Wir haben eben ganz kurz eine Wand drumherum gebaut und die ganzen Gegner mal eben kurz abgefertigt. Das war im Endeffekt nicht besonders viel. Ihr habt nichts verpasst. Und in dieser Folge wollen wir nicht auf die Karte. Ups. Hoppala. Ich habe Ressourcen ohne Ende. Ich glaube, ich bin komplett voll, was alles angeht. Aber gut, wir wollen weitermachen mit Steinwald, Auftragsseite 3. Sturmschildverteidigung 2 in Steinwald sollen wir jetzt spielen. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal rein. Aber noch sind wir nicht über den Berg. Der Sturmschild unserer Heimatbasis ist zu klein. Wir müssen ihn erweitern. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie wir den Sturmschild erweitern können. Ist zwar etwas gefährlich, aber das bekommen wir schon hin. Also, die Komplikation, die ich vorhin erwähnte. Offenbar hat der Außenpostenschild einige explosive Qualitäten. Ehrlich gesagt, ist es im Grunde eine Bombe. What? Wir haben keine Ahnung, warum es ein Schild hinterlässt anstatt eines kleinen Kraters. So ist schon cool. Diese Verbesserung könnte uns alle töten, aber ich sag dir was, das wird sie nicht. Okay. Also fangen wir an. Uns Gut. liegen keine Informationen über den Feind vor. Der Angriff kann aus jeder Richtung erfolgen. Okay. Du solltest dich auf Angriffe aus dem Osten und dem Westen vorbereiten. Mach ich. What? Verteidigungsanlagen im Osten und im Westen. So, einen Moment, ich möchte gerade ganz kurz noch was sagen. Guck mal oben rechts, ihr seht's? 905 Holz, 902 Stein und 999 Eisen. Ja, das war eine der guten Dinge, die im Stream passiert sind. Und das ist, was auch noch passiert ist, ist, ich habe vom guten Shadow Mask die Waffe hier bekommen. Und die Waffe. Dafür nochmal ein richtiges Danke, Danke, Danke. Und ich möchte nochmal ganz kurz was an die liebe Umi sagen. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich glaube, ich habe dir die beiden Waffen geklaut. Ich weiß nicht, ob es schlimm ist. Jedenfalls habe ich sie dir geklaut. Zumindest sah es im Stream so aus. Ich werde sie mal nicht benutzen. Falls du sie wieder haben willst, sag das einfach. Gut, genug davon. Wir sollen ein paar Sachen bauen. Machen wir es doch direkt. Verteidigungsanlagen im Osten und im Westen. Wir haben ja eh genug Material, um die Base jetzt ein bisschen auszubauen. Ich würde sagen, wir nehmen uns dafür jetzt auch mal ein bisschen Zeit. Und machen hier jetzt mal... Ich würde sagen, wir setzen jetzt hier erstmal alles auf Verteidigung. Also, wir brauchen ein paar Böden. Gehen wir mal auf das Bodenmenü. Machen mal Stein. Ist eigentlich komplett egal. Wie viel brauchen wir denn? 9 auf jeder Seite. Das schaffen wir. Erstmal überall ein bisschen Boden hin. Ist sowieso gut, immer überall Boden zu haben. Moment, wir sind hier noch nicht fertig. Hier ist ein Baum im Weg. Geh mal weg. Ja, ich weiß. Es ist was im Weg. Ich hab's gesehen. Das ganze Holz nehme ich natürlich gerne. Auch wenn ich genug habe eigentlich. Aha. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Fangen wir hier mal mit den Verteidigungsanlagen. Habe ich überbildet. Ich habe Wandfallen. Na naja, gut. Bodenstacheln hätte ich noch ein paar. Hier. Was ist das? Ah, das ist so ein Bumper. Cool. Kann ich mal gerade gucken, ob ich noch Wandfallen habe? Ich könnte zumindest welche machen. Ich könnte auch Bodenfallen machen, also eigentlich alles okay. Dann mache ich hiervon nochmal 2. Dann platzieren wir die auf jeden Fall... Sekunde. Wiederverwenden? Nein. Alles gut. Ich will nur gerade wechseln. Boden. Genau, da wollte ich nämlich hin. Das wollte ich haben. Sehr gut. Und eine noch. Dann würde ich sagen, platzieren wir die hier. Ne, wir platzieren sie hier. Okay. Den Bumper platziere ich mal. Ist der für mich oder für die Gegner? Kann man doch sicher durchlesen, oder? Schirm sicher irgendwo. Hier. Wirft Spieler in die Luft. Okay. Gut, und das sogar sehr hoch. Na dann. Wäre ich da mal vorsichtig. Ich wollte jetzt sowieso erstmal wieder zu den Decken kommen. Und hier welche hinbauen. Ich habe gar keinen Zugang nach oben, fällt mir gerade ein. Oder habe ich eine Bombe auf der anderen Seite? Muss ich dringend dran denken. Ups. Okay.
Das ist schon nicht so cool, weil hier ist gar nichts. Hier ist überhaupt nichts, hier ist ja nicht mal im Boden. Kann ich hier welchen hinsetzen? Ja, kann ich. Alles gut. Aber das sieht mir schon nach nicht so guten Dingen aus. Kann man die verbessern mittlerweile oder? Was sieht nicht soll so ich aus. Nur bauen? Mal gucken. Boden voll ausrüsten. Ich habe doch gar keine mehr. Doch, ich habe den Bumper, aber habe ich nicht vor. Dann pack hier nochmal was hin. Und hier nochmal. Wir haben sogar einen Zugang nach oben. Perfekt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich einen gebaut habe, aber okay. Wenn du bereit zur Verteidigung bist, nein. Wähle am Sturmschild-Konsolenmenü, Schild erweitern. Ich bin noch lange nicht so weit. Außerdem haben wir noch genügend Material, um die IMA auszugeben. Hier kommt noch was hin. Hier rum. Ich habe auch mal mir ein bisschen Zeit genommen, hier ein paar Wände rauszureißen und daraus Metallwände zu machen. Weil die Steinwände ja einfach nicht so, so gut sind, aber naja. Stören kann es uns eigentlich nicht. Da hinten ist ein Turm. Den könnten wir mal looten, ne? Gucken wir uns den mal an. Finde ich gerade sehr interessant. Schauen wir mal. Was gibt's denn so da? Interessantes, tolles. Was es sich lohnt mitzunehmen. Also Steine nehme ich dann doch nochmal mit. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Wir können ihn sicher abbauen, oder? Kann man, ja, aber ich würde ihn noch stehen lassen, bis wir ihn erklommen haben. Schauen wir mal. Sehr am Rand auf jeden Fall. Keine Truhe oder so? Hier hört sich irgendwas sehr schimmernd an. Ich loote das mal. Bullets. Oh, nee. Ich dachte gerade, wäre ein Pfeil. Ich denke mal, es ist einfach die Border, ne? Nee, da! Jungs! Ich komme ja nicht durch, ich bin zu dick. Ich habe Angst, dass ich den ganzen Turm abbaue. Ich denke mal, es ist nur die Wand, ne? Hoffe ich doch. Bitte. Okay, es ist nur die Wand gewesen. So, eine Truhe. Guck mal, was drin ist. Ganz viele Bullets und eine Pistole habe ich gerade gesehen. Gleich mal anschauen, was wir bekommen haben. Ich will die ganzen krassen Waffen jetzt auf gar keinen Fall benutzen, weil wir müssen auf jeden Fall sparen. Weil es würde sich auch jetzt nicht lohnen, die jetzt zu benutzen, weil immerhin habe ich nur eine davon und ich glaube mal nicht, dass ich noch eine kriege. Ich würde auch keine mehr verlangen. Ich hab sowieso keine verlangen, das hört sich total falsch an. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich eine bekommen habe. Wir schauen euch mal, was wir gerade für eine Waffe gezogen haben. Ich habe sie sogar ausgerüstet, sehe ich gerade, oder? Hier unten. What is this? Ich tausche mal gerade auch etwas aus. Ah, hier. Kupferschlangenbiss. Maschinenpistole. Schnell viele Kugeln ohne große Genauigkeit. So eine Art Uzi quasi. Aber die sieht cool aus. Ich lasse sie mal drin. Das ist meine Sniper, die habe ich selbst gefunden, zum Glück. Damit ich mich nicht so schlecht fühlen muss. Aber okay. Das Maschinengewehr ist sowieso bald kaputt. Ich kann mir aber auch bald mal ein neues machen, ne? Mache ich jetzt auch. Dann kann ich das mal. Kann ich das gleich verballern. Und dann können wir es ja mal austauschen. Sehr gut. Weil die hat wirklich ein cooles Design, die Waffe. Die sieht super cool aus. Und so ungenau ist die gar nicht. Das ist meine Sniper. Und das Maschinengewehr, was ihr schon kennt. Alles super. Okay, bauen wir mal den Turm ab. Ich glaube, es droppt Holz, ne? Und ich habe auch gelernt, man muss nur die unteren Teile abbauen. Dann zerfällt der ganze Turm, an sich. Ich weiß nur nicht, ob wir dann noch Loot davon kriegen. Aber das sehen wir ja gleich. Ich hoffe doch. Da die Folgen sowieso immer viel länger sind, kann ich mir jetzt auch die Zeit dafür nehmen. Ich habe auch einiges an Kupfer und so bekommen. Zeige ich euch gleich mal. Deswegen kann ich hier auch kaum noch was aufnehmen. Das ist natürlich interessant. Ja gut. Ich lasse es mal so. Kann man ja bei Zeit nochmal abbauen. Okay. Auch nicht schlecht. Gut, gehen wir mal wieder zurück zur Basis. Irgendwas muss ich mit dem Holz ja noch anfangen. Aber was? Ich weiß was. Huch. Ich hoffe, das ist nur so eine Art Sound. RIP auf jeden Fall. Ich hätte eigentlich. Ich habe auf der anderen Seite noch keine Verteidigung, ne? Warum ist hier echt keine Wandfalle mehr? Fragen über Fragen. Fallen. Habe ich keine Wandfallen mehr? Ich kann doch gar keine machen. Weil ich keinen Platz im Inventar habe, genau.
Hier, das ist der ganze Kram, den ich auf jeden Fall mal bekommen habe in diesem Stream. Nicht bekommen, aber den habe ich halt gesammelt. Wir haben etwas versucht. Wir haben versucht, einem Mythos nachzugehen. Und zwar, wenn man die Map zu sehr abbaut, dass man dadurch gebannt werden soll, angeblich. Wir haben bewiesen, es ist nicht der Fall. Man wird nicht gebannt. Und das ist das, was ich dafür bekommen habe. Mein ganzes Inventar ist voll. Pack das mal gerade weg. Damit ich noch ein bisschen mehr Platz habe. Und mir nochmal eben schnell eine Wandfalle machen kann. Craften. Wandfalle. Nee, das nicht. Craften. Wandfalle. Hier. Die. Bitte. Großes Dankeschön. Falle. Falsches Menü. Nein. Runde. Hier. Das ist das, was ich haben wollte. Sehr gut. Wandfallen könnten wir hier eigentlich auch nochmal dran machen, oder? Aber nicht die starken. Gucken wir mal. Hier die. Hier habe ich nicht genug für. Verdammt. Wir müssen die machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn schon, denn schon. Stock das Arsenal weiter auf. Genau, bin ja dabei. 1, 2. Hier schon mal, kann man eigentlich schon mal was setzen, oder? Ja. Nee. Das ist okay. Hier sollte noch eine hin. Das ist jetzt die Treppe. Leiter. Blöd. Ja, dann behalte ich sie mal. Diese ganzen Sounds immer, die machen mich so ein bisschen kirre. Wow, ist mal runtergefallen. Zurück in den Baumodus. Wir brauchen hier einen Boden, weil ich zu inkompetent Ich bin. verstehe. Tust du das? Dann wärst du der Erste, der meine Baukünste verstehen würde. So. Da darf natürlich nichts hin, sonst können wir nicht mehr hoch. Die würde ich gerne mal gerade abbauen. Weil die mich nicht gerade happy machen. Und ich eine viel bessere Idee hatte. Weil die hier oben sowieso komplett schwachsinnig sind. Daher, um das ganze Holz mal zu benutzen, machen wir jetzt zuerst mal Holzwände hin. Die kann man ja im Nachhinein noch wegmachen, glaube ich. Ja, klar kann man. So, aber nicht so. Ups. So. Sondern so. So eine Art Fenster quasi. Wo man dann durchschauen kann und ich mit meiner Sniper dann mal durchaimen kann. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Boom. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich geh mal gerade wieder runter. Hier ist nur ein so ein Holzding, das kann man jetzt auch nochmal eben wegmachen. Ich hoffe, ich habe mich genug vorbereitet, oder? Wie sieht's aus? Meint er, wir können? Ich weiß nicht. Ich würde hier eigentlich ehrlich gesagt noch eine Reihe weitermachen. Und ich würde mich eigentlich ganz gerne größtenteils oben aufhalten und mit der Sniper runterschießen. Und nur im Notfall mal runterrennen. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt. So wie ich mir es gedacht habe. Wir versuchen es auf jeden Fall mal. Dafür braucht man nur noch eine Bodenlage aus Stein, wenn es geht. Hier dran. Noch eine Lage mehr. Dann passt das auf jeden Fall. So. Gut. Wie sieht's aus? Ich würde sagen, wir können jetzt gleich eigentlich. Ich habe noch ein paar Bauideen, denen wir auch ganz gerne mal nachgehen könnten, wenn ihr mal Bock darauf habt. Aber jetzt ist halt erstmal nur so Effektivität der Basis. Es war im Nachhinein ziemlich blöd, hier aus Holz zu bauen. Es war im Nachhinein auch ziemlich blöd, da Fenster draus zu machen, weil guck mal. So habe ich nur eingeschränktes Feld. Wenn ich hier oben stehen würde, ohne diese Fenster, hätte ich besseres Schussfeld. Aber egal. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich hoffe, es geht gut. Und hier jetzt gehen den Bumper, damit ich nochmal hochkomme. Kann man den nochmal abbauen und nochmal benutzen? Ist der teuer? Ich schau mal gerade nach. Helft beim was? Heilt beim Betreten dich oder verbündete Spieler. Oh, cool. Kann man die überhaupt bauen, die Bumper? Hätte ich eine Skizze dafür, könnte ich die bestimmt bauen, aber da ich keine habe, blöd.
Muss man irgendwann mal mit einbinden, aber noch bin ich sogar nicht ganz glücklich. Ich würde sagen, wir starten. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und ich weiß nicht, ob ich genügend ausgebaut habe. Aber das werden wir jetzt gleich merken. Auf Sturmschildmenü zugreifen. Puh, okay, ich bin soweit. Braucht's eigentlich nicht, oder? Nee. Los, geht's. Raus, 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 raus. Okay, okay, okay. Welle 1 von 2 beginnt in 25 Sekunden. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Süden vor. Süden, Süden, da. Okay, perfekt. Bin soweit. Oh, ich hab versehentlich geschossen. Sorry. Je nachdem, wie viele es sind. Müssen wir mal schauen. Beehive. Oh Gott, was eine schlechte Anspielung. Los geht's. Ich bin soweit. Lass sie kommen, lass sie kommen. Da kommen sie. Wenn man nicht zielen kann, so wie ich, dann ist nicht gut. Nichts Persönliches. Nö. Ich geh mal runter. Verdammt! Gurits and Boys, so nicht. Was? Die Waffe wird bald unbrauchbar? Lol, die war fast kaputt. Ja, nicht cool. Aber noch habe ich es so weit unter Kontrolle. Also ich habe noch gar kein Problem eigentlich. Er frisst mehrere Kugeln. So. Okay, die Fallen regeln das gerade ein bisschen. Das kann ich auch mal eben benutzen. Ist sowieso bald unbrauchbar. Und ich habe davon eh noch eins. Sobald die sich hier nur im Süden aufhalten, ist okay. Damit komme ich soweit eigentlich ganz gut klar. Weiter, 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 weiter. Hi. Ich hätte vielleicht noch eine Nahkampfwaffe ausrüsten müssen und ich hätte mir Kugeln machen sollen. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe nämlich gleich keine mehr. Wie ungünstig. Ich habe gleich keine Kugeln mehr. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Nimm dir eine Waffe, Jungen! Halt drin! Okay, ich muss gleich dringend neue Kugeln machen. Ich habe keine mehr. Für die Waffe zumindest. Verdammt, die wollen an meine Türe. Okay, die Fallen regeln. Warum mit dir? Extrem sparsam sein und ich muss extrem zielsicher sein gerade. Ich könnte mich jetzt mal eben kurz auf die Fallen verlassen. Mache ich jetzt auch. Okay, schnell neue Kugeln machen. Ich brauche mehr von den, glaube ich zumindest. Warte mal, die Sniper nimmt solche Kugeln, ne? Genau. Die Lage hat sich beruhigt. Okay. Eine weitere Welle kommt bald. Die brauchen die. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Westen vor. Die. Und für die anderen Waffen, wo ich mich mal gerade kurz ein bisschen ausrüsten kann, ich nehme mir mal das Schwert. Als Nahkampfwaffe. Habe ich mir gerade so eine Blechstange gemacht? Ich glaube ja. Verdammt. Das war ungewollt. Tatsächlich. Dann nehmen wir uns da auch. Ich tausche sie aus gegen das hier. Geh mal kurz ins Waffenmenü. Und rüste aus. Oh. Neuer Zombie. Lobba. Okay. Ziemlich dominante Frau. Bin soweit. Jetzt kommen sie aus dem Westen. Okay. Pitcher. Oh ja. Oh verdammt. Geh weg, Pitcher. Bei deinem Text. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Jetzt kommen sie aus beiden Seiten. Oh, wie uncool. Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg, aber die Fallen könnten das eigentlich regeln. Glaube ich zumindest. Oh, wie ungut. Wie ungut. Was? Kann das sein, dass nur die Alte gerade vorne hängt? Muss dringend überprüfen. Oh, uncool. Wie uncool. Ja, ist tatsächlich nur sie. Du Sau. Verschwinde. Ist so, verschwinde. Idioten. Echt mal. Hör auf, meine... Lol, die kommen da hoch. Die sind ja schlauer, als ich dachte. Wett. Gehst du wohl weg von meiner... Nee, 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 nee. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Oh, wie ungünstig. Oh, oh. Das wird anstrengend. Noch ist alles okay.
Fragt sich nur, wie lange, weil mir jetzt auch bald wieder die Kugeln ausgehen. Ich geh mal gerade drauf. Vermöbeln wir die eine Runde. Nee, 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 du hörst auf, meine Basis zu fressen. So. Verdammt. Ich bin gerade nicht so zielsicher, muss ich sagen. Ist gerade einer hochgegangen? Die kommen doch tatsächlich fast an das Schild. Richtig ungünstig. Hör auf, meine Basis zu fressen. Junge, hör auf damit. Das gehört sich nicht. Not cool. Danach müssen wir die Basis erstmal wieder richtig krass reparieren. Vermöbel sie! Gib ihn! Bam! Schnell! Oh oh. 52 Sekunden noch. Wow, hi! Gehst du vielleicht weg von mir? Okay, die Munition wird gefährlich knapp. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Vermöbel ihn! Die Munition ist gerade sehr knapp. Aber noch unter Kontrolle auf jeden Fall. So. Lad mal gerade eine Runde nach. Gerade kommen sie nicht so weit. Alles super. Sehr schön. Wenn wir uns nicht bewegen, können wir sogar noch besser zielen. Ich bin lieber in Bewegung auf jeden Fall. Wir haben es gleich geschafft. Verdammt. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr machen. Alles super, wir haben es geschafft. Bam! Hat mehr als 20% Schaden genommen. Sehr gut. Damit hätten wir die Mission auch erledigt. Ich würde mal sagen, wir machen einfach mal weiter. Base ausbauen, muss ich das jetzt machen? Können wir in der nächsten Mission machen, wo es drauf ankommt. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Skill Trees, weil wir nämlich genug bekommen haben. Ja gut, viel gelootet habe ich hier jetzt ja nicht. Also das wird jetzt nicht viel geben. Oh, doch, sogar Melzig dachte auf jeden Fall. Beute Level 4. Das geht sogar voll. Nice. Ich muss sagen, wir gehen zurück zur Base. Was heißt zurück zu... Ja doch, zurück zur Base. Ist schon richtig. Alles gut. Schauen wir, was sich so in der Truhe findet. Helden-XP und Lamas. Die können wir auch noch öffnen. Wir kriegen jetzt sogar noch was. Manometer. Spürst du die Schildenergie? Ganz schön beeindruckend. Ah, genau, das, was wir sowieso bekommen sollten. Als nächstes bekommen wir eine Skizze für ein ungewöhnliches Sturmgewehr. Das ist interessant. Aber zuallererst würde ich mich erstmal für einen anderen Helden entscheiden. Und zwar für... Gut, ich habe jetzt nichts Cooles soweit. Nehmen wir mal... Sie hier. Wächterin Penny. In einem anderen Skin. Aber egal. Beutelkisten. Genau. Oh, Silber. Silber. Nice. Jawohl, ziemlich gut. Eine Waffe. Oh, ganz schön viel Stuff. Wow, was kriegen wir denn noch? Alter. Let it rain, Leute. Let it rain. Was haben wir denn jetzt alles, was wir hier alles bekommen? Das war richtig krass. Moment, eine Kupferkreuzritter? Ja. Schrotflinte auf jeden Fall. Ein Raketenwerfer. Kupfer über Unterschrotflinte. Sau cool. Und Wandpfeile. Und ein Helipad. Mega nice. Und wir können 4 anfordern. Wett? Aber wir haben ja einen Fehler vorhin, genau. Öffnen wir die mal. Tag für Beute, meinst du nicht? Ja. Meine ich. Ende Gelände. Gut, da springt jetzt nicht so viel Gutes bei raus im Vergleich. Ja. Ja. Nun, so bin ich. Meistens nur Helden-XP und Bewohner. Na hallo. Na hallo. Oh. Hallo, verdammt. Naja. Jetzt guck dir mal diese Beute an. Ah, wir kommen sogar immer noch Waffen. Super. Kann ich alles gebrauchen. Den Skin für den einen habe ich, glaube ich, schon. Hab bei dem Gründeraspekt, glaube ich, bekommen. Viel Spaß damit. Cool, Mann. Nice. Hier, ihn. Habe ich, glaube ich, schon bekommen.
Kupferjagdgewehr finde ich super. Und eine Sniper. Schauen wir uns alles an. Kann man ins Waffenlager gehen. Sind das Skizzengewehr? Das waren Skizzen. Wie gut. Das heißt, wir können jetzt die Sachen machen. So oft wir wollen. Oh, wie gut. Wie gut. Helipads. Auch nicht schlecht. Nice auf jeden Fall. Sehr cool. Gut, ich würde sagen, wir gehen in die nächste Mission. Die da wäre Heldentraining Phase 1. Einen Helden aufleveln. Ja gut, das kriegen wir hin, würde ich sagen. Zeig mir wie. Ah, aufleveln, aufrüsten. Cool, cool, cool. Hier, Levelaufstieg. Das hat geklappt, das war easy. Und Kupfergeysir. Cool. Nochmal aufleveln würde ich ihn jetzt ungern. Nächste Mission, das war einfach. Eine Waffe aufleveln. Okay, kriegen wir auch hin. Habe ich sogar schon mal gemacht. Was leveln wir denn mal auf? Wir leveln auf. Das ist eine schwere Entscheidung, was ich jetzt aufleveln will. Ich will aufleveln. Den Kupfergeysir. Warum leveln wir den nicht direkt mal auf? Levelaufstieg. Perfekt. Sehr gut. Cool, cool. Hier drin ist's echt geräumig geworden. Das ist die perfekte Gelegenheit, um nach Überlebenden zu suchen. Natürlich ist jedes Leben kostbar. Versuch aber, die Klugen zu finden. Es gibt noch einiges an Problemen zu lösen. Rederei Überlebende in erfolgreichen Missionen. Schließe eine Mission in einer 3-Plus-Minus-Zone ab. Okay. Machen wir's mal. Schau, was passiert. Also wieder eine Koop-Mission. Okay, cool. Suche nach dem Atlas-Ziel. Ich würde mal sagen, ich fange da immer an abzubauen. Ich habe sowieso unendlich Metallien. Okay. Wo denn? Alles gleich mal abchecken. Ich glaube, die Mates das machen. Die Mates sind auch schon tüchtig dabei. Ich würde nur gerne mal ganz kurz ein bisschen was craften. Wenn ich denn dürfte. Kann ich alles nicht. Doch kann ich alles wohl. Weil, aber mein Inventar ist voll. Daher, ich muss schon wieder was ausleeren. Können sich die Spieler dran bereichern, wenn sie wollen. Oh, ein Quarzkristall. Ich pack mal ein bisschen davon weg. Wer es haben will, nimmt sich. So. Falls er will, gerne bedienen. Gibt es jetzt zwar eigentlich genug von, aber es ist okay. Hol mir jetzt ein bisschen Stuff. Suche nach dem Atlas-Ziel. Bonus, platziere den Atlas schnell. Ja, wollen wir nicht. Das geht auf jeden Fall klar. Wir haben 5 Minuten Zeit, den Atlas zu platzieren. Ich könnte es ja gleich mal versuchen. Wenn man überhaupt weiß, was das Atlas-Ziel ist, ne? Ich gucke mich hier mal ein bisschen um in den Häusern. Vielleicht finden wir ja mal ein paar Truhen. Ich kann helfen? Klar kann ich helfen. Das hast, glaube ich, nicht du gesagt. Wie sieht's hier aus nach Loot und so? Hier ist soweit eigentlich nichts. Schade eigentlich. Ich habe immer noch keine Munition, fällt mir gerade ein. Dringend jetzt gleich mal neu machen. Ziel noch nicht gefunden. Okay, schade. Alles cool. Ich mach mir mal gerade eben neue. Hiervon brauche ich ganz viel. So. Das sieht schon mal sehr gut aus. Bin hier gerade reingekommen. Ne, er frisst einfach noch dran rum. Ja, super. What does this Symbol means? Ist das ein Überlebender? Dieser blaue Mensch. Männchen. Ja, ist das ein Überlebender. Hi. Danke, Kommandant. Nice. Ich bedanke mich. Sehr cool. Durchsuch da mal deine ganzen Sachen, ne? Ich hoffe, das stört dich nicht. Hier geht's noch runter. Ich gehe sofort weiter. Die anderen Spiele sind auch schon ziemlich viel weitergegangen. Aber jetzt glaube ich irgendwo eine Truhe. Hier ist ein Tresor. Sehr nice. Nehme ich mir noch gerne mit. Was ist hier, nichts mehr? Hier sieht nicht danach aus. Gut, gehen wir weiter. Die anderen warten mit Sicherheit schon. Da hinten wäre noch Blue Glue, aber das brauchen wir gerade gar nicht. Ich halte mich immer gerne bei einem Mitspieler auf. Damit ich weiß, okay, ich bin nicht hinten hinterher.
Aber sieht gerade auch sehr gut aus. Ich war jetzt noch gar nicht so lange unterwegs. Ist eine Art Wasserpumpstation oder so? Geschenke gibt's da hinten auf jeden Fall. Der macht schon weiter mit der Story. Dieses Ziel ist eine Herausforderung. Such weiter. Ja, ist ja gut. Ich will nur mal eben rüber zu den Geschenken. Da hinten wäre der Atlas, glaube ich. Der Igor, der hält sich schon bei der Mission auf. Gib uns einen Moment. Wow. Ausdauer ist nicht so deine Stärke, war Mädel. Aber gut. Da unten ist auf jeden Fall noch Stuff. Wir müssen eigentlich noch Überlebende retten, aber egal. Wo sind denn hier noch welche? Ich schau mich mal um. Da oben in den Häusern könnten noch welche sein. Das Atlas-Ziel ist da hinten, also. Er hat noch einen. Hier irgendwo werden noch einen gerettet. Ziemlich ausgelaugt. Ich weiß, dass wir da hinten hin müssen. Aber ich sehe noch irgendwo einen Überlebender. Ich baue mich mal gerade in die Küche rein. Ich hoffe, das stört hier keinen. Wie sieht's hier aus? Gibt's hier noch wen? Sieht nicht danach aus. Ich denke mal, diese Igor hat sich jetzt schon um den Atlas gekümmert. Ist schon tüchtig am Bauen. Ich schaue mich hier noch kurz um. Ich schaue noch kurz, ist er schon dabei? Nein, ist er nicht. Ist noch keiner dabei. So, ich habe das Auto kaputt gemacht. Den Stuff brauche ich auch noch. Hier, das ist dann. Nee, das hier kann man einfach so bauen. Radarturm. Lohnung wäre Metall. Nein. Warum denn? Du hast den Entwurf für einen Radarturm gefunden. Baue ihn gemäß der Anleitung, um die Radarschlüssel auf sonst was zu markieren. Ist ja gut. Dem Hologramm entspricht. In manchen Fällen musst du auch die Drehung übereinstimmen. Das ist okay. 5% der Karte wurden aufgedeckt. Interessant. Hier ist mit Sicherheit irgendwo noch der letzte Überlebende. Ah, das kann ich machen. Wow. Hi. Na ihr. Alles fit bei euch? Sieht doch soweit ganz gut aus. Hier ist noch irgendwo einer. Ich weiß nur gerade nicht wo. Na, ist ja egal. Der eine macht jetzt auch keinen so großen Schaden mehr. Guck mal hier rein. Hier ist sonst keiner mehr? Kann doch nicht sein. Hier ist noch Munition, glaube ich. Ja, nehme ich gerne. Volle Munition. Ernsthaft? Was? Kann mir gar nicht vorstellen. Da hinten kommen auf jeden Fall Gegner. Einer hat das Atlas-Ziel gefunden, wie es aussieht. Logo im Team musst du aktivieren. What? Ich gehe mal in die Richtung. Scheint da hinten auf jeden Fall gut abzugehen. Hier ist gerade einer irgendwas am Verteidigen. Ich würde gerne mal da hinten hin. Wie sieht's aus? Könnte eine Pause vertragen. Nee, könntest du nicht. Wir haben alle Überlebenden gerettet. Gut. Gut, gut. Jungs, hier hinten sind noch ein paar Gegner. Wo auch immer die wollen. Ich weiß nicht so ganz, was die von uns wollen, aber das ist okay. Wie sieht's aus? Da hinten gibt's auf jeden Fall noch Geschenke. Gehen mich gerne mit. Kann ich definitiv gebrauchen. Für Leute, die zu viel Metall haben, können sich hier bedienen. Ich hätte noch gerne ein bisschen mehr Stein, weil ich davon jetzt gerade einiges ausgegeben habe. Oh, das alles mal ab. So. Was haben wir hier Schönes? Sieht aus, sieht gar nicht mal so viel. Ein Laufband. Kannst du direkt mal ein bisschen trainieren hier. Bisschen Ausdauertraining tut dir scheinbar gut. Hier sind Rasenmäher. Kasse. Kann ich die Kasse plündern? Könnte bestimmt. Verdammt, ich habe die ganze Kasse kaputt gemacht. Verdammt! Ich wollte noch das Geschenk dahin abholen. Also Gegner. Naja. So wichtig wird es jetzt nicht sein, die paar Gegner. Das nehme ich mit.
Red? Hier ist noch irgendwo ein Überlebender. Wo bist du? Hab dich doch gehört. Da höre ich jetzt Gespenster. Kann ich Pause machen? Nein. Was ist das? Können sich der Stärke eines Fragments. Okay. Interessant. Hier muss noch ein Gegner. Warst du das? Bestimmt. So, weg ist er. Alles cool. Wir haben 75% der ganzen Karte aufgedeckt und haben das Ganze noch nicht gefunden. Ich würde sagen, oben rechts könnte noch was sein. Also in die Richtung. Nee, in die Richtung. Gucken wir mal. Da hinten ist noch ein Gegner. Verschwinde. Sehr gut. Das ganze Holz kann ich mir dementsprechend auch nochmal eben mitnehmen. Holz, Stein. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Zumindest kann ich es gut gebrauchen. Gut, gucken wir mal weiter. Wo ist der Atlas, verdammt? Ich finde ihn gerade nicht. Ich habe gerade auch noch eine Nachricht gelesen. Ich habe jetzt auch noch ein Zeitlimit von 15 Minuten. In 15 Minuten muss ja alles geregelt sein. Oh shit, oh shit. Ziel erfasst. Ha! Platziere den Atlas auf dem Ziel, hab's geschafft, Jungs und Mädels. Ich hab's gefunden. So. It's me. Jungs. Und ihr seid alle ziemlich tot. Toter als vorher. So. Ich baue mal, ne? Ich habe keine drei Blulu. Nein! Ich habe doch gerade das Ziel gefunden. Wurde mir doch gerade gesagt. Oh nein. Ich muss dringend das. Oh, was ist das? Ich kann mal schön ablenken lassen. Na komm. Ist da, warte, ich baue gerade mal irgendwas. Kann ich es echt nicht setzen? Oh, wirklich. Wegen des Steins. Ohne Spaß. Nicht euer Ernst. Wir brauchen einfach mal drei Blue Blue. Ich gehe es gleich mal besorgen. Da ist noch Kupfer in der Höhle. Können wir alles gleich machen, sobald der Atlas steht und hier die ganzen Leute bauen. Wobei, gib's mir jetzt. Das ist schon noch okay. Oh, RIP. Blue Blue, wir brauchen jetzt mit Blue Blue. Da oben ist welches. Da oben ist auch noch welches. Ich baue mich mal gerade hoch. Fangen wir an. Ja, wir fangen gleich an. Ich mach's mal sicherheitshalber so. Damit ich da besser rüberkomme. Passt. Nehmen wir das Blue Blue. Eins. Da drüben ist noch welches. Gucken wir mal, dass wir schnell da hochkommen. So. Dann brauche ich hier eigentlich gerade keins. Das passt schon. Zwei habe ich gleich. Oh, todmüde. Ist ja okay. Und wo ist das letzte? Hier in der Nähe sich soweit jetzt gerade keins. Aber auf der Karte war ja auch noch welches markiert, also. Manchmal gerade auf den Weg dahin. Wird doch noch irgendwo welches liegen, das gibt's doch jetzt nicht. Hier wäre soweit noch ein Haus, ein komisches. Langsamer. Guck ich mir gleich auch nochmal an. Schauen, was es da drin gibt. Blue erhoffe ich mir jetzt eigentlich schon, aber ich glaube, wir müssen es jetzt da drin finden. Na komm, bau es ab. Wir sind drin. Guten Morgen. Abrisskommando hier. Ich wollte mal nach ihrem Klavier gucken. Ist gut in Schuss gewesen. Oh, ist ein schönes Haus. Hat aber kein Blue Blue. Ich bin gerade da. Oh, nicht cool. Dann wäre in die Richtung noch welches, oder? Ja, in die Richtung wäre noch welches. Machen wir uns auf. Und zwar fix. Der Atlas steht sogar schon. Warum sagt mir da denn keiner? Wir brauchen aber, glaube ich, nochmal welches. Wir brauchen aber. Hä? Wir brauchen aber, glaube ich, nochmal welches, um die Mission zu starten, ne? Ich habe genügend Leute. Gorils and Boys. Ich rette uns retten.
So. Atlas steht, Jungs. Ich fange da mal an mit Bauen. Falls es hier keinen Anwesenden stört. Kann ich gleich gerne machen. Aber zuerst bauen wir eine Base. Um den ganzen Kram. Ich mache schon mal frei hier. Okay, so viel Hetzen brauche ich mich jetzt dann eigentlich doch nicht. Was ist da unten? Da hängt doch einer. Haltet die Festung. Idiot. Einer nach dem anderen. So. Ich fange nochmal an zu bauen. Stein reicht da, denke ich mal. Hier ist was im Weg, leider. Ups. Damit hilft es nicht viel. Hinter mir sollen noch Gegner sein. Mal schauen. Auf dem Berg. Aber gut, da stören sie mich nicht. Ja, ich glaube, da oben sind welche. Aber das ist okay, damit kann ich leben. Da unten war noch einer. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Egal. Blöd nur, dass die Teammates mir jetzt nicht hinterherkommen. Aber gut, ich kann es auch irgendwo verstehen. Ich fange einfach schon mal an. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ah, da unten ist so ein Posten. Dann konnte ich mir das Level jetzt leider nicht gut genug angucken, aber das ist nicht so bad jetzt. Gerade so. Gibt Schlimmeres. War das gerade ein Hahn? Ernsthaft? Okay. Wenn das Spiel meint. Schwupp, schwupp. Dann können wir das hier wieder zu einer normalen Wand machen. Und weiter. Und ich kann halt die Seite nicht besonders gut schützen, ne? Das ist schon komisch. Wobei könnte ich theoretisch wohl. Dafür bräuchte ich aber gerade noch eine Plattform. Dann könnten wir es machen. Boom, boom, boom. So. Jetzt die zweite Etage. Kann ich mal gerade in einer Modus? Danke. Dann brauchen wir noch eine Treppe. Boom. Besser geht's gerade nicht. Oh, noch ein Deckel drauf. Dann passt's. So, wenn die Jungs jetzt mal gerade kommen würden, wäre schon mal gut. Ne? Denke ich wohl. Fallen brauchen wir auch. Ich platziere gleich noch welche. Hier, hier, hier. Und auf der anderen Seite noch. Ich kann mir gut vorstellen, dass die von hier oben kommen. Daher habe ich gerade eine Idee. Doppelwand. Dann kommt hier noch ein Boden hin. Theoretisch könnte man das dann so machen. Ja gut, dann müsste ich hier noch eine Tür reinbauen. Dann könnte man hier eben keine Falle setzen. Wenn ihr gerade wüsstet, was ich am Plan bin. So. Jetzt gießen wir gerade hier durch. Dann können wir hier zwei Wandfallen an beiden Seiten setzen. Das heißt, von da kommt keiner, von hier kommt keiner. Perfekt. Dann gibt mir gerade die Wandfall. Habe ich noch bessere Wandfallen? Oder Bodenfallen? Ich habe nur den Bumper. Verdammt. Kann ich mir gerade mal welche machen? Habe ich eine Skizze für eine Falle? Ja, habe ich. Bodenfalle, Bodenfalle hier. Ich habe nicht den Stuff dafür. Wie ungut. Oh, das ist uncool. Ich könnte mir nur noch mehr von den Wandfallen machen, aber mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Das ist ja doof. Na ja, gut, nehmen wir uns die Wandfallen. Eins. Könnte sich da sogar eine dran machen. Machen wir es mal, mal gucken, was passiert. Eine haben wir noch. Machen wir gleich noch ein paar. Keine Angst. Wollen wir einfach mal... Ah, es ist gerade ein Mitspieler gekommen. Ich wollte gerade fragen. Wollen wir einfach mal aus Juxte versuchen, das alleine zu machen? Ich glaube, es wäre keine so gute Idee gewesen. Schwupp. Hier und hier. Perfekt. Ein Teammate ist schon mal dabei. Sehr nice. Ich will dich ja jetzt nicht hetzen. Du wirst gleich wahrscheinlich auch ein ganz krummes Gesicht machen. Aber ich werde das Ganze jetzt gleich mal starten, ne? Ich schaue gerade mal eben auf den Plan. Joa, geht auf jeden Fall noch. Von der Zeit her. Ich schneide mal gerade ganz kurz. Ich muss noch mal irgendwas erledigen. So, es kann weitergehen. Mein Team musst du aktivieren. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein, ne? Ich will hier gar nichts bearbeiten. Ich lege es ein. Okay, ich lege es ein.
Ich sag mal, let's go, ne? Das ist genug, Bluglow. Bau jetzt Verteidigung und den Atlas auf und aktiviere ihn, sobald du bereit bist. RIP. Ich muss ihn aktivieren, Leute. Ich muss ihn aktivieren. Sonst können wir mich wirklich nicht mehr durch. Leider. Ich versuche noch mal ein bisschen Zeit zu geben dem Ganzen. Ich sehe gar keine Gegner. Leute, ja, ist ja gut. Dann baue ich noch kurz was ab. Und dann starte ich das Ganze. Challenge, wir beide zu zweit. Wo muss der scheiß Atlas hin? Komm doch mal zu uns, du Idiot. Unten, du Held, Alter. Man sieht's doch wohl am Missionsziel. Oben. Du Idiot. Die wollen die ganze Zeit die Nebenmission machen. Ich starte es jetzt. I don't care. It's ready. Los geht's. Du hast 5 Sekunden Zeit, es dir anders zu überlegen. Nope. Du schaffst es, Kommandant. Do it. Let's go. Wir fangen jetzt an. Außerdem sind die Missionen nicht besonders schwer. Das kriegen wir hin. Außerdem kommen die Besitzer von einer Richtung. Da hinten habe ich einen durchgelassen, leider. Ich bemühe mich. Sieht aber noch recht einfach aus. Hat er gerade mit Sachen geworfen? Oh oh. Bam. So. Sieht aber bis jetzt ganz gut aus. Läuft. Ich gehe mal gerade mit meinem Maschinengewehr ein bisschen weiter rein. Können wir ein bisschen mehr Streuschaden machen. Hallöle. Hello everyone. All around the Globus. Wow. Alles gut. Verdammt. Muss nur gut zielen können mit dem Ding. Die Gegner wollen gerade an die Base, aber mein Mate kümmert sich, glaube ich, gerade recht gut drum. Das war einfach die Falle. Da hinten ist der Mate. Wie gefällt euch das, ihr Bösewichte? Ist so. So, sieht doch gut aus. Der andere Mate ist auch schon mal dazu gestoßen. Läuft. Man darf sich einfach nicht mal so viel Zeit lassen hier im Anfangsgebiet. Ist einfach so. Man braucht gar nicht so viel. Ist natürlich doof jetzt gelaufen, kann ich jetzt natürlich auch nichts für, aber... Dafür können wir in der nächsten Folge definitiv mal richtig was krass cooles bauen. Es wird auch irgendwann sehr, sehr wichtig, was richtig krasses zu bauen. So, komm mal hier, du. Aber das ist einfach hier einfach bei der Mission. Wir sind hier im Anfangsgebiet, das ist ja auf jeden Fall ausreichend. Man sieht's ja. Bam. 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 Sehr gut. Du bist auch down. Er kümmert sich schon um die. Ich nehme den Großen nochmal. Sieht doch gut aus soweit. Na? Spot noch wer? 5 Minuten müssen wir noch überleben. Also es ist doch noch ein bisschen. Der wäre auch down. Tschüss. Hätte ich ein bisschen länger gewartet, hätte ich beide gekriegt. Aber nicht schlimm. Das übernehmen die schon. Ich beschäftige mich mal ein bisschen mehr mit den Großen. Die scheinen das ganz gut unter Kontrolle zu haben. Sehr cool. Ich werde jetzt auch nicht die ganzen starken Waffen auspacken, weil die will ich mir erstens aufsparen. Und zweitens wäre es viel zu OP. Allein die Sniper hier macht ja schon ohne Ende Schaden. Ach verdammt. Wenn man treffen würde, wird sie ohne Ende Schaden machen. Die Omi. Also Omi, nicht im Sinne von... Ihr wisst, was ich meine. Verdammt. Gib ihm. Ich sollte nämlich einfach Oma sagen, damit man mich versteht. Weil jetzt gibt es natürlich große Verwechslungsgefahr, ne? Wie sieht's aus mit denen da hinten? Auch alles unter Kontrolle. Sehr gut. Mir geht bald, glaube ich, so ein bisschen die Munition von der Sniper zugrunde. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, alles gut. Gib ihn. Ich hätte mal die ganzen neuen Waffen herstellen müssen. Können wir nächstes Mal machen. Bam. Noch eine Oma. Jetzt haben sie richtig gesagt. Ich weiß, irgendwie erinnert die mich immer an eine Oma. Keine Ahnung. Schießen, stecken oder reparieren. Irgendwas.
Bin ja dabei. Alles gut soweit. 4 Minuten noch. Dann was? Red? Ja, alles gut. Noch eine Oma, denke ich mal. Nee, bis jetzt noch nicht. Trevin. Dankeschön. Da hinten ist noch eine Oma. Oma down. Die ganzen Kleinen sind auch gleich down. So, wie sieht's aus? 3 Minuten noch. Okay, jetzt kommen wirklich mal ein paar mehr. Ich nehme die Großen auf jeden Fall. Die anderen Mates sollen sich um die Kleinen kümmern. Wenn wir mal ein paar Durchschüsse machen, können wir mehrere gleichzeitig... Okay, er macht schon. Können wir mehrere gleichzeitig treffen, wollte ich gerade sagen. Aber okay. Hier haben wir alles in Kontrolle, die Leute hier. Okay, meine Zielgenauigkeit ist gerade echt nicht besonders gut. Da hinten kommt noch eine Oma und ein Großer. Oma tot mit sauberem Durchschuss. Da hinten sind auf jeden Fall noch ein paar. Nicht cool. Ah. Ist hier noch irgendwo eine Oma? Das sind die Geräusche von den normalen. Nein. Okay, er übernimmt es mit der Schrotflinte. Sehr gut. Der hatte gerade ein paar Probleme. Das ist noch eine Oma. Oma tot. Bei deinem Text. Wie sieht's aus, Kollegen? Da war gerade noch ein Bienentyp, ne? Ja, tun sie. Wie man trifft. Nein, die Sniper ist leer. Ich könnte mal schnell neue Munition machen, eigentlich. Was hat die Sniper für Munition? Genau die hier. So. Jetzt kriegen wir immer wieder 10. Sehr gut. Oh, jetzt kommen... Was? Jetzt kommen richtig viele Pitcher an. Jetzt kommen richtig viele Pitcher an. Nicht gut. Auf damit. Die ganzen Pitcher müssen down gehen. Alle auf die Pitcher. Sagt er und schießt auf die Kleinen. Nicht gut. Noch einer. Das schaffen wir. Das übernimmt er da unten, glaube ich. Das ist noch ein Großer. Perfekt. Sehr gut. Wow. Alter. Du hast einen guten Wurfarm, Junge. Wenn jetzt nicht noch eine Oma kommt, ist das eigentlich okay. Da hätten wir noch einen Pitcher, aber das übernimmt er. Sehr gut. Da ist noch einer. Wow. Alles gut. Ey, hör auf damit. Nervensäge. So. 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 Was? Achso, ja gut. Also hat er, denke ich, unter Kontrolle. Da kommt noch ein Großer. Der Große ist leer down. Nein, meine Sniper geht bald kaputt. Ich habe keine Skizze dafür. Wie uncool. Ich hätte theoretisch noch eine Sniper. Also, ich habe sogar, glaube ich, eine Skizze für eine Sniper, ne? Kann ich mal gucken. Das sind eh nur 47 Sekunden, das werden wir wohl überleben. Dann werde ich mal ganz kurz gucken können. Die wird gerade angegriffen. Ja, super. Ich wollte gerade auch noch eine Skizze für eine Sniper gucken, Mann. Darf ich das nicht? Wisst ihr, wir gehen jetzt mal rüber. Ja, ja, ist okay. Alles gut läuft. Rein ins Getümmel. Bisschen Action. Und die ganze Zeit so snipern. Gehen wir noch ein bisschen näher ins Geschehen hier. 14 Sekunden. Oh, jetzt kommen viele. Wow, 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 wow. Alles gut, 8 Sekunden noch. Das schaffen wir, das schaffen wir. Und zu guter Letzt nochmal. Ich wollte einen erschießen. Verdammt. Gerade da, wo ich abgedrückt hatte. Egal. Run away, run away. Sehr gut. Überlebt auf jeden Fall. Damit hätten wir die Mission auf jeden Fall auch geschafft. Ich muss die Folge jetzt beenden. Was kriegt man so Cooles? Ich will mal noch ein bisschen EP. Gut. Truhenbelohnung, wie sieht's aus? Schon mal Level 1. Level 2. Level 3. Sehr gut. Kann mich nicht beklagen. Zurück zur Basis, Truhe öffnen, vielleicht noch kurz den Roboter labern lassen und dann muss ich die Folge beenden. Truhenbelohnung.
Yay. Kommandant, unsere erste Bewertung ist da. Hör dir das mal an. Nachdem ich mich tagelang in einer verlassenen Hütte versteckt hatte, hatte ich mich eigentlich schon damit abgefunden, dass die Sturmmonster mich in Stücke reißen. Aber das haben Ray und der Kommandant gerade noch verhindert. Ich lebe. Dafür gibt's 5 Sterne. Ja, Mann. Ja, Mann. Das nenne ich mal ein dickes Lob. Ist doch der Wahnsinn, oder? Absolut. Ich werde euch zerstören. What? Ich kümmere mich darum. Kümmer du dich mal darum. Und wir kümmern uns in der nächsten Folge. Das stimmt nicht mit unseren Wetterüberwachungsballons. Okay. Oh. Hört sich nicht gesund an. Diese Ballons uns wertvolle Sturmzieldaten. Oh. Hört sich nicht danach an, eigentlich. Und jetzt sind sie einfach irgendwie gemein. Siehst du, was da los ist? Nein. Alter! Ah. Kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Bis zur nächsten Folge. Ciao.